Wo sind Sie zur Schule gegangen? Das war die Kastanienbaum-Grundschule an der Gipsstraße. Das ist parallel zur Sophienstraße, diese Uraltstraße da. Und war wirklich eine sehr schöne Schule, muss ich sagen. Klein, aber fein. Die Klasse, da gab es erstaunlich wenige Ausländer, fällt mir jetzt mal so auf. Ja. Also es gab schon Ausländer, klar, aber wenige. Die meisten waren deutsch. Und was auch bemerkenswert eigentlich ist, dass alle, zumindest in meiner Klasse so, in diesem Kiez da, dem Scheunenviertel, gewohnt haben. Also wirklich alle, ja. Und in der ersten Klasse sogar schon, habe ich da zwei meiner besten Freunde kennengelernt, ja. Der eine ist Bulgare und der andere Mongole. Mit denen habe ich eigentlich die ersten, ja, 6 Jahre meines Lebens, also nee, Quatsch, die ersten, von 6 bis 12, die Zeit habe ich eigentlich fast nur mit den beiden so groß verbracht, ja. Vor allem mit den Mongolen. Ich war draußen dann, ja, dadurch, dass halt viele Galerien und so da sind, haben Kinder nicht so viele Möglichkeiten, sage ich mal, da was zu machen. Direkt neben meinem Haus war zum Beispiel mal so ein Abenteuerspielplatz. Oder direkt neben dem Abenteuerspielplatz war dann mal so ein Basketball- und Fußballfeld. Ja, da haben wir uns dann oftmals verabredet oder sind durch die Straßen gestromert. Und dann gab es noch mal so einen Telekom-Laden, direkt am U-Bahnhof Weinmeisterstraße. Aber leider halten sich die meisten Läden in der Ecke nicht so lange. Da lagen halt immer so IMAX und so rum und so ein paar Handys. Da haben wir dann später ein bisschen gedaddelt. So, ja. Später, als dann das Alexa geöffnet hat, da war das bei uns in der Klasse der Hype schlechthin, ja. Da hieß es immer, boah, wo treffen wir uns jetzt nach der Schule? Na, Alexa. Manche haben dann natürlich schon geschwänzt und so und sind früher zum Mediamarkt gegangen. Das war ja der Grund, warum da alle so abgegangen sind. Da kannst du ja dann nämlich zocken. Aber die Mitarbeiter haben dann später auch reagiert, sodass du erst ab 14 Uhr oder so da hingehen kannst. Also ging das noch nicht mehr. Ja, und dann waren wir noch oft im Monbijou. Da ist ja so ein kleines Kinderfreibad. Da waren wir sehr oft, aber vor allem eher so mit meinen Eltern. Ja, oder halt mit dem Fahrrad, Inlineskaten, ja, sowas halt haben wir da gemacht. Das heißt, die Kinder bei euch in der Schule waren alles eher so Berliner Kinder oder waren das auch viele von diesen zugezogenen Familienkinder? Ja, Berliner Kinder, ja, tatsächlich. Und deswegen bin ich auch nie so wirklich aus diesem Kiez in den ersten 12 Jahren meines Lebens rausgekommen. Weil du gehst zum Kumpel, 5 Minuten bist du da, so zu Fuß, ja. Das gleiche galt auch für meinen Kindergarten und die Grundschule. Also mein Haus war quasi in der Mitte von dem Kindergarten, da läufst du 3 Minuten zu Fuß hin. Und zur Grundschule läufst du auch 3 Minuten zu Fuß hin, ja. Und ja, so bin ich eigentlich innerhalb Berlins meistens dort so geblieben. Ich war mal ein paar Mal im Friedrichshain oder so im Park, da bin ich auch heute noch öfter, weil ich den sehr schön finde. Oder mein Papa wohnt ja im Prenzlberg, da habe ich mich halt aufs Fahrrad gesetzt und bin da halt hochgeradelt. Aber du musst ja im Prinzip auch nur über die Torstraße rüberfahren. Und dann bist du schon in einer ganz anderen Welt, ne, im Prenzlberg. Und dann bist du auch in 5 Minuten da. Ja. So bin ich innerhalb Berlins meistens doch nur so in diesem Viertel geblieben.